Hier der Videokanal Gesellschaftlicher Aufbruch jetzt und der Internetblog Studium Generale, der Wissenschaftsblog Studium Generale von Ingo Bading. Ich befinde mich hier an einem ganz besonderen Ort, nämlich auf halbem Weg zwischen Berlin und Hamburg in der Prignitz, einer sehr bedeutenden urgeschichtlichen Landschaft. Und hier befinde ich mich fast am bedeutendsten Ort der Prignitz, nämlich am Königsgrab von Sedin. Wer das schon mal gehört hat, das ist ja ein ganz legendäres, ganz, ganz bedeutender Fundort aus dem 9. Jahrhundert vor Christus, also 9. Jahrhundert, also Ende des 9. Jahrhunderts, also um 830 errichtet, dieses Königsgrab von Sedin. Und ich war noch nie hier, aber ich habe schon früher viel darüber gelesen. Es gibt immer noch neue Forschungen über das Königsgrab. Jedes Jahr fast erscheinen neue Grabungsberichte. Aber was ich jetzt hier am Ort und Stelle an Informationen bekomme, wirft mein ganzes Weltbild um. Also bestätigt sozusagen sehr viel von dem, was ich bisher lange so düster geglaubt habe, aber was jetzt voll und ganz wahr ist. Ich werde euch das mal gleich zeigen. Und zwar gibt es hier eine Hörsäule. Ja, Hörsäule, die habe ich mir hier gerade angehört. Sehr schön gemacht. Also wo eben informiert wird, was die heutige Forschung sagt. Die heutige Forschung sagt, ich gebe es mal in eigenen Worten kurz wieder, die heutige, ja, ich stehe hier mitten im Grabhügel des Königsgrabes von Sedin. Und was ich nicht wusste ist, das ganze Königsgrab, die ganze Inventar, die ganze Art, wie das Königsgrab aufgebaut ist und so weiter und so weiter und so weiter, das passt hervorragend zu den homerischen Gräbern, die in der Ilias geschildert sind von Homer. Und Homer hat ja im 9. Jahrhundert wahrscheinlich gelebt, vielleicht ein bisschen später oder früher, aber die Ilias ist in dieser Zeit, genau in dieser Zeit entstanden, als hier das Königsgrab von Sedin entstanden ist. Und dieses Königsgrab, ich wusste das alles nicht, dieses Königsgrab von Sedin hat Entsprechungen in Fünen, in Dänemark, ebenso wie auf den griechischen Inseln. Das ist ein einheitlicher Kulturraum im 9. Jahrhundert gewesen, und zwar diese Bronzeabforen, in der der Leichenbrand drin war. Genau das schildert der Homer in der Ilias. Und ich bin gerade umgeworfen und ich muss das erstmal alles neu einordnen in mein ganzes Weltbild. Denn mein Ausgangspunkt war, ich habe das schon vor sieben Jahren habe ich von dem Herrn Laktanz das Buch gelesen, Troja und Homer heißt das Buch. Und in diesem Buch, das hat mich damals wahnsinnig begeistert, Laktanz heißt der Mann, Troja und Homer. Ich stelle es in die Videobeschreibung, den Titel und so weiter. Und in diesem Buch vertrat der Herr Laktanz, ne, der hat ein schönes Schlagwort geprägt, der hat gesagt, noch ist Griechisch nicht verboten. Ne, der war also ein Altgriech, Altgriechisch ist seine Wissenschaftsrichtung. Der hat sich also mit der Dichtung des Homer beschäftigt. Und er hat die These aufgestellt, dass die Gesänge des Homer, also Homer ist die Bibel des Heidentums in der griechischen Antike. Ne? Ungefähr so. Die gleiche Bedeutung wie die Bibel im Christentum und im Judentum. Das ist Homer. Bis ans Ende der Antike galt die Ilias als das Lehrbuch der Jugend. Als das Lehrbuch der Jugend. Die Jugend hat die Geschichten gelesen, hat dadurch die Sprache gelesen, ist in die Kultur eingeführt worden und so weiter und so weiter. Also das hat eine immense Bedeutung für die ganze griechische Welt gehabt, hat dann auch eine immense Bedeutung gehabt für die deutsche Klassik, ja, für Schiller, für Goethe, für Hölderlin. Die haben alle die Ilias gelesen. Ja. Die Leiden des jungen Werther, das liest er. Der junge Werther, der sich dann nachher umbringt, er liest die Ilias. Und so hat das die gesamte Jugend damals um 1800 herum, die deutsche Jugend, die gebildete Jugend, gemacht. Und Schiller hat zum Beispiel gesagt, das ist der Bildungsweg per se, wie man überhaupt noch die Kultur aufrechterhalten kann, sich tief in die griechische Antike zu versenken. Und am besten geht das über die Ilias. So. Und das habe ich auch gemacht. Das ging mir genauso. Dasselbe kann ich von mir selber behaupten. Ich habe ja auch alte Geschichte studiert im Nebenfach. Und
Ich habe die ersten Semester nicht viel verstanden von dem, was ist denn jetzt das Bedeutende der griechischen Kultur, bis ich irgendwann drauf gekommen bin, ja, lies halt die Ilias, lies sie halt. Davon hat uns in den Seminaren ist davon so viel nicht erzählt worden. Die Ilias, das ist der Geist der griechischen Antike. Und nicht nur der Geist der griechischen Antike, sondern der Bronzezeit überhaupt, der europäischen Bronzezeit. Das geht nämlich hervor aus dem Buch von dem Herrn Laktanz. Ich glaube, in Freiburg war der Professor. Und der hat nämlich die These vertreten, dass die Ilias eigentlich die Niederschrift ist von Gesängen, die über Jahrhunderte hinweg ja mündlich tradiert worden sind. Denn in der Ilias gibt es ja dann, da ist ja immer die Rede von so stehenden Redewendungen. Also wenn die Achaier angesprochen werden, dann sind es immer die hellumschienten Achaier. Wenn der Hektor angesprochen wird, dann ist es immer der helmumflatterte Hektor. Und so gibt es für alle die Figuren der Ilias, gibt es so stehende Redewendungen, ja, die eben immer irgendwie ein ganz, ganz herausheben aus dem Alltag, weil eben die Menschen es ist alles Dichtung, was da passiert. Und alles, was passiert, ob Krieg, ob jemand stirbt, ob jemand tot ist, ob sich zwei Menschen lieben und so weiter, es ist alles edel, schön, erhaben. Es ist alles durchflutet von Schönheit und von, ja, genau. Diese Dichtung erreicht ihr Ziel dadurch und kann dadurch mündlich tradiert werden. Also da gibt's inzwischen viele Forschungen darüber, kann man auch auf Wikipedia nachlesen. Es gibt auch andere Gesänge, die jahrhundertelang so mündlich tradiert worden sind, wo es immer so stehende Redewendungen gab, eben wie ich gerade gesagt habe, hellumschienter Achaier, hellumflatterter Hektor. Und an diesen stehenden Redewendungen haben sich die Dichter, die das von ihrem Vater oder vom Großvater gehört haben, die Heldengesänge, und dann gemerkt haben, den Inhalt mitsamt der stehenden Redewendung. Und so konnte das ohne Schrift, konnten die Heldengesänge immer von Generation zu Generation weiter vererbt werden, weil der Inhalt war ja bekannt und es musste jetzt nur noch in gebundene dichterische Form gefasst werden. Und das geschah über diese stehenden Redewendungen, die eben jeder kannte. Ja, helmumflatterter Hektor. Helmumflatterter Hektor, hellumschienter Achaia und so weiter und so weiter. Da gibt es ganz viel. Also die Ilias will ich jetzt hier gar nicht behandeln. Aber ich bin auch nicht vorbereitet hier mit der Ilias. Ich dachte, ich fahre in die Prignitz. Und ich habe nicht gedacht, dass ich mich hier mit der Ilias, dass ich hier dazu komme, mich mit der Ilias zu beschäftigen. Also hinten im Hintergrund von mir ist jetzt die Grabkammer. Ich stehe mitten im Hügel. Dieses Königsgrab ist von Selin. Das ist der größte bronzezeitliche Grabhügel Mitteleuropas und Nordeuropas. Und man sieht die Dimensionen, weil das ist eben, ich stehe unten, ja, man steht fast am, naja, so auf dem ersten, auf der Höhe, ersten, also der richtige flache Boden ist hier nicht, aber ein Drittel der Höhe, und da kommen nochmal zwei weitere Drittel, also der war sehr, sehr hoch. Und der war mit Steinen gepflastert, oben drüber war alles Stein. Das macht man, wenn man weiß so viel nicht. Ja. Also selbst wenn man sich, ich habe mich mit der Bronze ist halt schon so das ein oder andere Mal zur Kenntnis genommen, aber man weiß so viel nicht und die Forschung bringt ständig Neues dazu. Und jetzt habe ich mir hier das angehört. Ich lasse euch mal kurz reinhören. Ich will es mir auch nicht selber anhören. Man muss die Ilias lesen. Also weil in der Ilias wird das Begräbnis, was hier stattgefunden hat, hier in Sedin, mitten in der Prignitz, also das ist jetzt 10 Kilometer westlich von Pritzwalk und weiß nicht, 10 Kilometer östlich von Perleberg, und irgendwo hier ist die Elbe noch, aber es ist wirklich sehr, sehr einsam. Ich bin ja auch der Einzige an dieser Leuchtturm der Archäologie der Prignitz. Ja, ich war ja vor ein paar Tagen in Heiligengrabe. Dort wurde dieses Königsgrab von Sedin auch gefeiert, zelebriert. Das war früher in den 20er, 30er Jahren. Das haben die mit Ehrfurcht alles betrachtet. Und die Originalfundstücke sind ja heute, glaube ich, im Märkischen Museum in Berlin zu besichtigen. Aber sie sind von den Russen 1945 nach Moskau transportiert worden. Also das hat alles eine riesige, lange Geschichte. Zur gleichen Zeit ist übrigens der Eberswalder Goldschatz, ist auch aus dem 9. Jahrhundert. Eberswalde, irgendwo südlich von Berlin oder was. Ein unglaublich großer Reichtum, reine goldgetriebene Gefäße, die sind auch in irgendwelchen Museen in Berlin, habe ich da schon auch schon gesehen. Das war eine Zeit. Und vor allem, was ich seitdem ich diesen Laktanz gelesen hatte, was mir immer klar war, Mensch, die Bronzezeit, also der Geist der Ilias, der lebte auch hier in Mitteleuropa. Das war, seitdem ich den Laktanz gelesen habe, habe ich damals auch in der Rezension auf Amazon so geschrieben. Das wirft ja einen tiefen Blick in die mitteleuropäische Bronzezeit.
Das war aber sehr viel Spekulation. Und ich glaube, viele Leute, die das damals gelesen haben von mir, die haben sich gedacht, was redet der da für einen Scheiß wieder? Das ist wieder total übertrieben, ja, total überzogen. Jetzt hat man mal was Interessantes, interessante Forschungsthese, muss ja gleich wieder so viele weitere Thesen dran anschließen. Ja, so geht aber auch Wissenschaft. Und vor allem hier, hört her, die reden hier von der Ilias. Ich bin hier Homer, in der Prignitz. Professor Dr. Sven Hansen, erster Direktor der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Institutes. Es spricht Carsten Treuke. Von Sedin nach Smyrna. Also nur der Anfang, von Sedin nach Smyrna. Das ist der Sven Hansen, das ist ein mir vom Namen her auch sehr bekannter Archäologe. Und der hat also diese ganzen Thesen hier zusammengetragen, die hier vorgetragen werden. Und was ich jetzt gesagt habe, dass es eben einen einheitlichen Bestattungsritus gab von Dänemark bis runter in die griechischen Inselwelt. Und genau und so wie dieses. Und dass das eben in der Ilias genau geschildert wird. Und jetzt haben Sie hier also zwei Tonband, also eine kommt her, hört euch das an. Ich will das jetzt nicht alles hier referieren. 4 Minuten ist das eine hier, von Sedin nach Smyrna. Von Sedin nach Smyrna, allein der Titel muss man sich mal klar machen. Und der zweite von Patroklos und Hektor, höre ich hier mit. Ich stehe hier total einsam in der Landschaft. Das ist hier 4 Kilometer zum nächsten Dorf. Das Dorf ist völlig abgelegen. Und hier kann ich mir jetzt was anhören von Patroklos und Hektor. Homer in der Übersetzung von Roland Hampel. Eine Zusammenstellung von Jens May, Gebietsarchäologe am Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum. Es spricht Carsten Treuke. Von Patroklos und Hektor. Kommentierte Zitate aus dem 23. und 24. Gesang der Ilias. So. Genau, also und das wird jetzt hier vorgelesen. Ich habe gar nicht die Geduld dafür, weil ich habe das ja selber schon, die Ilias, gelesen. 23. und 24. Gesang der Ilias. Dort wird ganz ausführlich geschildert und in unglaublich schöner Dichtung, wie der Patroklos in den Kampf zieht mit den Waffen von Achill. Der Achill, der weigert sich ja noch weiter zu kämpfen und Patroklos ist sein bester Freund. Patroklos wird von Hektor erschlagen und um die Burg gezerrt, geschleift und so weiter. Aber dann kann der, glaube ich, der Achill die Leiche gewinnen und was da alles passiert. Ja? Und wenn man sich jetzt klar macht, all das hier in der Prignitz, und dann ist wird ein großer Scheiterhaufen errichtet, dort wird der Patroklos verbrannt. Und die ganzen Zeremonien rund um dieses Heldenbegräbnis des Patroklos, das hat exakt so an diesem Ort hier in Sedin stattgefunden. Das ist die These des Sven Hansen und der modernen bronzezeitlichen Forschung. Das war mir nicht klar. Das war mir absolut nicht klar. Und ich bin eher so ein bisschen, dachte, ich muss mir ja irgendwas angucken hier in der Gegend. Aber ich stoße sowohl bei Heiligen Grabe jetzt wie auch bei Sedin, wenn man vor Ort ist, dann erfährt man nochmal so viele neue Sachen, die man. Ich habe auch den Wikipedia-Artikel über das Königsgrab von Sedin gelesen. Ich habe das da nicht gelesen. Da muss ich hierher kommen, um mir das anzugucken. Ja, das ist hier das Königsgrab. Hier sieht man es schön im Hintergrund. Ich habe es immer noch nicht. Ich muss es noch verarbeiten. Ich habe es noch nicht verarbeitet. Also das ist der tiefste Blick in die mitteleuropäische Bronzezeit, den es jemals gab. In die Geisteswelt der mitteleuropäischen Bronzezeit, den es jemals gab. Ich habe schon viel über die Bronzezeit geschrieben auf meinem Blog, insbesondere an der tocharischen Wüstenmumien, wo jetzt auch gerade wieder eine Ancient DNA-Studie herausgebracht hat. Ja, sie haben Yamna-Ja-Genetik in sich, also die tocharischen Wüstenmumien stammen von den Schnurkeramikern ab. Ich habe es noch gar nicht, die Studie mehr gründlich gelesen, aber wissen wir jetzt, war auch vorher schon bekannt, ja, aber also ich habe schon viel, und da kann man ja auch schon so einen tiefen Blick werfen, noch tiefer, aber jetzt hier am Königsgrab von Sedin, hier ist eine lange, große Tafel, ich habe das schon alles abfotografiert, ich werde das alles im Blogartikel nochmal ausführlicher behandeln, was ich hier im Video erzähle, und jetzt ist es nämlich ganz spannend, ich kann ja mal kurz ein paar Sachen sagen über das, was auf dieser Tafel steht. Diese ganze Landschaft hier rundherum steht in sehr auffälligen Bezügen. Also direkt hinter mir ist ein Wald. Also hier ist eine kleine Senke, da unten ist so ein kleiner Flusslauf und dahinter kommt wieder Wald. Und dieser Wald hat einen Namen, der heißt, mal gucken, Wickbolsche Tannen. Und mein Navi, doof wie es ist, hat mich nämlich genau da hinten zu diesen Wickbolschen Tannen geführt und dachte, wo ist denn jetzt das Königsgrab? Habe ich nichts da hinten gefunden, gar nichts da hinten. Das ist ein riesengroßes Maisfeld. Davor wird geerntet, da sind zwei riesengroße Mähdrescher unterwegs. Ups, ich soll's wackeln. Und
Also ich stand völlig in der Pampa und da war nichts, aber ich habe mir schon gedacht, da im Wald sind ja auch lauter Steine, sind hier vielleicht auch Großsteingräber und hier steht es auf der Tafel drauf, da hinten ist auch ein riesengroßes Gräberfeld, auf der, einfach in Sichtweite hier vom Königsgrab von Sedin, innerhalb dieses Waldes hat es auch ein großes Gräberfeld gegeben. Und da gibt es auch eine Hinweistafel, leider habe ich die nicht gefunden, ich habe viel rumgesucht, aber diese Hinweistafel, auf die hier hingewiesen wird, habe ich leider nicht gesehen. Also Leute vom archäologischen Landesamt, wie heißt, ihr müsst hier noch ein bisschen mehr, also ich habe das nicht gleich gefunden, ehrlich gesagt. Es gibt keine tolle Beschilderung hier. Wenn man direkt dann an der Straße die Abzweigung da ist, dann wird es dann schön, dann fühlt man sich endlich sicher, jetzt man weiß man, wo man ist, aber vorher mit meinem Navi und im Ort keine große Beschilderung zum Königsgrab. Na gut, da kann man noch was dran verbessern, wenn man wirklich hier die Besucherzahlen erhöhen will, denn ich bin hier der Einzige. So, aber bin ich ja darüber froh, dass ich allein bin. So, und dann gibt es hier ganz viele Ausgrabungen im Ganzen, weil eben hier so viele Bezüge sind. Ja, also da drüben ist großes Hügelgräberfeld. Auf der anderen Seite von diesem Grab, von dem Königsgrab, von dem größten, bedeutendsten, also von diesem homerischen Grab hier, auf der anderen Seite, auch nochmal in 1 oder 2 Kilometer Entfernung, gibt es nochmal ein großes Gräberfeld. Und wenn man oben auf dem, und das diese beiden, das ist also eine Achse hier von mehreren Gräberfeldern und die sind alle durch dieses Königsgrab verbunden. Ja, und da kann man sich viele Gedanken machen. Da müsste man jetzt tief in die Mittelmeer, also es ist jetzt ganz einfach angesagt, dass die archäologische Forschung sich genau hier, die mitteleuropäische bronzezeitliche Forschung, nordeuropäische Bronzezeit, muss sich jetzt, was so auch schon bei der Tollense-Schlacht der Fall war, wo ich auch schon darauf hingewiesen habe, die müssen sich mit antiker Mittelmeerkultur beschäftigen, müssen sich angucken, wie sind denn damals die Heldengräber von Homer und Patroklos angelegt worden. Und genau das Gleiche passierte hier. Und jetzt haben wir hier, jetzt haben die hier vorne, also ich habe ja schon gesagt, hier ist das, da ist das Grab und jetzt ist hier so eine Senke und entlang dieser Senke gibt es so Stein, gibt es, weiß ich, 30 oder 40 Meter, so kleine, wie haben sie das genannt? Also man sieht es ja hier, diese Steinhügel, also das sind dann aber Steinvertiefung. Also hier, also man kann sich vorstellen, dass eine ganze lange Reihe von Feuern hier gegeben hat. So, weiß ich nicht, also das ist jetzt viel Spekulation, jedenfalls gibt es hier eine riesenlange Reihe, das haben die Archäologen festgestellt und haben sie jetzt auch schön markiert im Gelände. Also da ist das Grab. Und dann ist hier die Senke, da hinten die Wiedergräber. Und hier ist eine lange Reihe. Also gut, also wenn ich jetzt die Ilias lese, dann würde ich mir mal denken, hier wurden die Scheiterhaufen verbrannt. Ja. Und man könnte sich denken, da unten hat das Volk gestanden. Die Krieger waren versammelt. Oh, Mann! Ich komme immer an Orte, dann denke ich mir, boah, jetzt muss ich erstmal wieder wahnsinnig viel lesen und dann müsste ich wieder herkommen und dann muss man sich alles nochmal anschauen, weil dann versteht man es erst. Also wenn das versteht, dann kann man alles gar nicht so schnell verarbeiten, was man hier alles Neues lernt über unsere Geschichte und zwar über unsere nicht-christliche, vorchristliche Vergangenheit. Und dass dieser bronzezeitliche Geist eben der gleiche Geist war wie in der Ilias vorzufinden. Ja, also es gibt gar nicht diesen großen Gegensatz, ja, zwischen der antiken Mittelmeerkultur und den Germanen. Ich glaube, das ist nämlich immer so ein bisschen, gerade im 19. Jahrhundert, von vielen Menschen so empfunden worden. Weiß nicht, Felix Dahn oder sowas, ne? Kam vom Rom. Die haben ja dann die heidnischen Germanen vielmehr, also bis 1800 hat man sich für das antike Griechenland begeistert, wer nicht Christ sein wollte. Und das hat sich dann verändert, die Geisteshaltung. Man hat sich für die heidnischen Germanen begeistert. Felix Dahn und alle seine Nachfolger, Richard Wagner. Und jetzt hier, aufgrund neuester Forschungen, kann man sagen, das ist gar kein Gegensatz. Die heidnischen Germanen, ihre Vorfahren hier um 800, zur Zeit von Homer, haben den gleichen Geist gelebt, wie Hektor und Patroklos und Achilles zur gleichen Zeit in Troja. Das ganze das Gleiche geschah hier, also wirklich bis in die Details hinein. Also der Leichenbrand, also man hat einen großen Scheiterhaufen aufgerichtet und dann wurden die, hier sieht man die Dimensionen des Grabhügels.
Dann wurden die der Leichenbrand, also wurde das, die Leiche verbrannt, und dann wurden die Knochen aus dem Scheiterhaufen rausgesammelt und wurden dann in solche Bronzegefäße eingefüllt, aber dann wurden sie eben noch in Tücher eingewickelt. Und das stellt die Forschung eben auch fest, dass man das in Fünen, glaube ich, in Dänemark, haben sie Tücher gefunden, in die genau der Leichenbrand eingewickelt war. Ich habe das jetzt alles nur ganz flüchtig da so gehört, was da bei der Infosäule gesagt wurde. Und in Tücher eingewickelt. Aus dem Ostalpenraum in Dänemark hat man Tücher genutzt, die aus dem Ostalpenraum stammen. Wurde mir da gerade erzählt. Also da sieht man, was da für ein riesengroßer... diese ganze Struktur der Gräber, also die Form der Amphoren und so weiter, die hat es eben zwischen Dänemark und Norditalien, überall findet man überall Hinweise darauf, dass genau solche Begegnungen stattgefunden haben. Und eben der griechischen Inselwelt. Also, mir war bislang einigermaßen bewusst, und das habe ich auf meinem Blog auch sehr ausführlich behandelt, dass bis 1200 vor der Zeitrechnung, das ist ja die mittlere Bronzezeit in Mitteleuropa, dass es da einen großen Austauschraum, einen einheitlichen Austauschraum gegeben hat, wirtschaftlich, geistig, kulturell und so weiter, zwischen Mittelmeer und Nordsee. Ja, das ist heute eigentlich, glaube ich, Mainstream-Wissen, aber lange Zeit wurde, also keine Ahnung, die Archäologen tun sich da immer so ein bisschen schwer, aber es ist halt offensichtlich so. Das ist eigentlich klar, ja, vor allem, weil man eben auch jetzt inzwischen diese ganzen Höhenburgen entdeckt, die man ja auch in Oberfranken und in Thüringen entdeckt. Die hat es ja auch schon in der Mittelbronzezeit gegeben, seit der Bronzezeit im Grunde. Darüber habe ich ja auch schon Blogartikel geschrieben. So, und diese Höhenburgen sind ja auch, findet man ja auch im Mittelmeerraum. Also, proto-urbane Siedlungen, also, und das hat man auch in Stonehenge gefunden. Also, so, ich komme hier leider, man kann leider nicht ganz rumgehen, weil hier Wald ist. Das ist also bis 1200 vor der Zeitrechnung, also bis zum großen Seevölkersturm, konnte man eigentlich von so einem einheitlichen Geistes- und Kulturraum ausgehen zwischen Europa, zwischen Nord- und Südeuropa. Mitteleuropa und Mittelmeerraum. Aber jetzt wird eben klar, hier am Königsgrab von Sedin lerne ich das gerade, dass das sich auch noch bis in die Spätbronzezeit Mitteleuropas hingezogen hat. Das ist für den Mittelmeerraum ist das eigentlich schon die Eisenzeit. Ja, hier hat man, auch in diesem Hügel hat man schon zwei Nadeln aus Eisen gefunden. Also das ist der Übergang zwischen der Bronzezeit und der Eisenzeit, 800 vor der Zeitrechnung. 800 vor der Zeitrechnung. Diese Zeit, das ist die gleiche Zeit wie die Hallstattkultur am Hallstätter See. Ne? Also die ganzen Salzfürsten, die da im Alpenraum auch prächtige Kultur hatten. Ne? Streitwagen. Also man könnte sich jetzt denken, hier in dieser Senke, dass die hier, das wurde auch beim Begräbnis des Patroklos, wurden Kampfspiele ausgeführt. Und das passt ja hier wunderbar, die ganze Gegend. Also da kann man sich gut vorstellen, dass die hier mit Streitwagen gefahren sind. Also gerade werde ich an erinnert, es gibt so Bücher von diesen völkischen Archäologen, Wilhelm Teut fällt mir gerade ein. Ich glaube, der Wilhelm Teut, germanische Heiligtümer oder wie das Buch heißt, der ist total wissenschaftlich unseriös. Aber genau das hat er gesagt. Er hat überall diese Streitwagenrennbahnen hier gesucht im Teutoburger Wald und überall. Aber jetzt, das ist auch bestätigt jetzt durch das Sediner Grab. Also, was jetzt gerade alles hochkommt, vielen Dank auch, Forschung. Also, wir lernen immer Neues dazu, und was wir Neues dazu lernen, bestätigt eigentlich sehr, 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 sehr als überdreht empfundene Interpretationen zum Teil. So, also an dieser Senke hier haben Begräbnisfeierlichkeiten stattgefunden für den Hinz, König Hinz heißt er. Das hat ja sogar in der Sage, hat sich das erhalten, dass dieser König Hinz hier bei Sedin, die Sagenwelt hier in der Prignitz wusste immer davon, dass das ein Hügel ist, in dem ein König begraben ist. Deswegen heißt er ja auch Königshügel. Also das hat sich sogar mündlich tradiert. Das heißt also, es hat hier eine kulturelle Überlieferung über 2000 Jahre gegeben.
Das darf man auch mal berücksichtigen. Denn in der Sage heißt es, dass der in drei Särge dass der in drei Särgen liegt, dieser König Hinz. Und genau das ist es auch. Der wurde in eine Bronzegefäß eingepackt, dann das Bronzegefäß wurde in ein Tongefäß gestellt und dann wurde das Tongefäß in eine Grabkammer gestellt. Also mindestens drei Särge. Ja, so, ich glaube, ich habe genug gesagt. Also hier, Sedin und Heiligengrabe sind allemal eine Reise wert, Freunde. Aber allemal. Allemal. Und ja, ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass über diese Gegend, über die ich jetzt hier gerade schaue, dass über die noch viel zu sagen wäre. Ich habe auf der anderen Tafel irgendwo gelesen, dass da hinten auch noch Wohnbereiche es gegeben hat, auch handwerkliche Bereiche. Also das ist hier eine Gegend, wo wahrscheinlich ein zentraler Fürstensitz, ja, ein zentraler Fürstensitz eines solchen Fürsten wie Hektor. Ne? In Deutschland heißen die halt einfach nur Hinz, nicht Hektor. Oder nicht Achilles, sondern Hinz. So. Ja, keine Ahnung, wie könnte man das auf spätbronzezeitlich den Namen uminterpretieren? Weiß ich nicht. Wie könnte der König ge tatsächlich geheißen haben? Natürlich nicht Hermann der Karusker, wie hieß er? Arminius wurde er von den Römern genannt und dann haben die Deutschen gesagt, er könnte Hermann geheißen haben oder anders. Also da gibt es eben ja auch mit Namen kann man da viele Interpretationen und Überlegungen anstellen. Also gut, ich kann hier nur mein Erstaunen und mein großes Erstaunen zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, es gibt Stonehenge in England, in Südengland, ja. Und ihr wisst, und es gibt die Externsteine im Teutoburger Wald. Und wir wissen alle, dass dort zur Sonnenwende immer ganz viele Leute hinkommen, die an diesen besonderen Orten, wie nennen sie denn das? Weil man an diesen besonderen Orten eben Kraftorte wird das jetzt genannt, ne? Kraftorte. Naja. Ich glaube, Wissen ist Kraft und der Ort für sich selber, wird dann schnell okkult. Aber ich bin mal gespannt, wie lange das hier in Sedin noch frei bleibt von einer Szene, die eben sich begeistert dafür, dass hier Feste gefeiert wurden, Begräbnisfeste gefeiert wurden, Siegesfeste gefeiert wurden, keine Ahnung, dass hier eben gelebt wurde, so wie die Menschen in der Ilias gelebt worden haben. Das ist doch mal was. Also, Grüße in die Welt. Tschüss.